Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video geht's um zwei Tablets und genauer genommen geht's um die Amazon Fire Tablets. Ich habe hier einmal das Fire HD 8 in der Kids Edition und einmal das Fire HD 7 in der Kids Edition. Das 7er ist aus der 7. Generation, das 8 Zoll Gerät ist aus der 8. Generation. Mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar auch schon die 9. Generation bei den 10-Zoll-Tablets. Und ich möchte einfach mal kurz was generell zu den Fire HD-Tablets sagen und dann speziell zur Kids-Edition, was das denn bedeutet und was dann so die Unterschiede sind zum normalen Tablet von Amazon. Fangen wir vielleicht erstmal zu dem Thema Specs an. Ich werde jetzt hier nicht der Reihe runterleiern. Für 100 Euro bzw. 125 Euro könnt ihr hier nicht viel erwarten und ihr bekommt hier auch in Sachen Specs nicht wirklich viel. Mittlerweile haben die Dinger wenigstens irgendwie 32 GB Speicher, aber ansonsten sind da irgendwie 1 GB RAM bzw. 1,5 GB RAM und so. Also ab den Fire HD 10 Geräten wird die Performance langsam interessant. Also ich gehe da gar nicht allzu sehr ein. Wenigstens gibt es mittlerweile auch 2,4 oder 5 GHz WLAN. Ihr habt die Möglichkeit für eine MicroSD-Speichererweiterung. Die Lautsprecher, die dort verbaut sind, die sind auch in Ordnung. Ne? Also die sind noch vergleichsweise gut im Vergleich zum Rest der Hardware. Aber wie gesagt, ich will gar nicht zu sehr auf die Specs eingehen. Wenn man das mit anderen Tablets im Android-Markt vergleicht, ist die Hardware eher schwach. Die ganzen Geräte funktionieren wirklich rein in diesen Amazon-Kosmos und da kommen die ganzen Besonderheiten zum Vorschein. Bevor ich jetzt gleich auf die einzelnen Punkte eingehe, was so Performance, Akkulaufzeit und sowas angeht, möchte ich nochmal zwei Wörter zu dem Thema Kids-Edition sagen. Und zwar sind es prinzipiell ganz normale Fire HD-Tablets, die ihr auch ohne Kids-Edition kaufen könnt. Was neu ist oder was ihr zusätzlich bekommt, ist einmal dieser Bumper, beziehungsweise jetzt in der neueren Edition ist dieser Bumper quasi noch mit so einem Ständer in so einer abgeänderten Form. Aber das kriegt ihr auf jeden Fall noch dazu. Und on top dazu kriegt ihr einmal noch die Amazon Sorglos-Garantie für 2 Jahre. Die werben damit, dass quasi egal, was du mit diesem Gerät machst und wenn es kaputt geht, tauschen sie es dir innerhalb von 2 Jahren aus. Ich kann nur so viel sagen, ich hatte einmalig einen Schaden bei meinem Tablet. Da war die Glasscheibe gesprungen, hier ist einmal so quer durch. Das ist wohl eins von den Kindern einfach draufgesprungen oder draufgelaufen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber Amazon hat das ohne großes Murren umgetauscht. Die haben mir quasi ein neues Tablet gleich geschickt, also ohne den Bumper, einfach das Tablet. Und ich musste dann im Nachgang quasi das Tablet einfach zurückschicken. So einfach und unkompliziert war das. Ich habe jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle gehört, dass es auch bei einem Tag vor diesen 2 Jahren immer noch relativ unkompliziert von Amazon ist und die das dann relativ einfach umtauschen. Das ist einmal das Thema Sorglosgarantie. Ihr könnt euch ja mal die genauen Garantiebedingungen anschauen, aber bisher kann ich sagen, die haben problemlos auf Schäden reagiert. Dann ist noch was Besonderes, ist dieses ein Jahr Freetime Unlimited, was dabei ist. Wer das nicht kennt, Freetime Unlimited, das ist auch so ein Abo. Das kostet, glaube ich, je nachdem, ob man Prime-Kunde ist oder nicht Prime-Kunde ist, irgendwie zwischen 5 und 10 Euro im Monat. Und da hat man auch ein Sammelsurium von, keine Ahnung, wie viel, 10.000 Apps und Videoangeboten und sonst was, worauf man zugreifen könnte. Und gerade im Zusammenhang mit dieser Kids-Edition hat man halt ein Jahr kostenlos. Ne? Also lass es mal 60 Euro sein, was das quasi als Vorteil ist. Und man kann quasi für das einzelne Profil, das man einrichtet, also man kann ja für jedes Kind ein Profil einrichten, kann dort auch einstellen, wie alt ist das Kind, dann haben alle Apps, sage ich mal, so eine Altersbeschränkung und dementsprechend kann man steuern, welche Apps den Kindern angezeigt werden oder nicht. Nichtsdestotrotz, bei Freetime Unlimited, ihr werdet geflutet damit. Also es gibt, also wenn ihr jetzt ein Kind mit unter 3 Jahren habt, da gibt es trotzdem gefühlte 10.000 Apps, die ihr auswählen könnt, die werden auch alle eingeblendet, es sei denn, ihr geht manuell quasi in das Profil rein und löscht jede App, die nicht angezeigt werden, wieder raus. Also egal, was für ein Alter ihr eigentlich dort einstellt, es gibt Unmengen an verschiedenen Apps, die ihr runterladen könnt, die werden auch angezeigt und sobald man einmalig draufklickt, werden die Apps dann automatisch runtergeladen, das kann das Kind quasi selber steuern. Wie gesagt, da ist eigentlich nur das Limit der Speicherplatz auf dem Tablet, ansonsten, wie gesagt, die Kinder haben das ein Jahr lang genutzt und insofern, da müsst ihr keinerlei Dritt-Apps hinzukaufen oder sowas. Nach dem Jahr, da gleich der Hinweis,
Freetime Unlimited kann man nur über die Hotline kündigen. Das ist, glaube ich, so eine Hürde, die Amazon da eingebaut hat. Wenn man dort aber anruft oder die anschreibt, geht es aber relativ schnell und unkompliziert. Die versuchen das eigentlich rauszureden oder sonst irgendwas. Man kriegt noch irgendwie ein Angebot, ob man es vielleicht doch noch mal ein paar Monate testen will. Aber das sollte man im Hinterkopf behalten. Nach einem Jahr kostet das nämlich. Und dann kann man das kündigen. Da kann man es aber auch monatlich kündigen. Also man hat nicht ein Jahresabo. Insofern, Freetime Unlimited für die Leute, die sich keine Gedanken machen wollen, ist es vielleicht ganz interessant. Ich persönlich finde es too much und ich selektiere dann lieber punktuell, welche Apps die Kinder haben sollen oder nicht. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wenn ihr nämlich dieses Freetime Unlimited nicht mehr habt, dann könnt ihr quasi nur noch die Apps nutzen und die Videos und die Serien nutzen, die ihr mal bei Amazon gekauft habt. Also wenn ihr, also es gibt ja den Amazon App Store und dort könnt ihr ja auch diverse Apps runterladen. Da ist auch eine Unmenge an Gratis-Apps dabei. Also ja, das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Das müsst ihr nämlich dann quasi jede App manuell dem jeweiligen Kind zuweisen, dass diese App dann halt in Zukunft benutzen kann. Das wird dann auch angezeigt. Und da komme ich jetzt auch quasi schon zum nächsten Punkt, der ganz nett ist für diese Kids-Edition. Das ist nämlich dieses Eltern-Dashboard. Also und bei eltern.amazon.com kann man quasi dieses Eltern-Dashboard aufrufen. Und das ist so ein Portal, wo man quasi jedes einzelne Kindsprofil einrichten kann, steuern kann und auch sperren kann. Also ihr könnt dort einstellen, wie lange die Kinder dieses Tablet nutzen können per Zeitsteuerung. Dann werden die Kinder dann einfach, ne, dann sieht das dann so aus, für heute hast du genug gemacht. Und das ist auf jeden Fall ein ganz nettes Feature. Ihr könnt auch manuell die Geräte stoppen, solange die per WLAN verbunden sind mit dem Internet. Kann man das Gerät anhalten, so nennt das, und dann kommt dann halt auch wieder so eine Meldung und dann kann das Kind nicht mehr weitermachen. Da gibt es viele Möglichkeiten, da kann man das viel, verschiedenste Regler kann man da nutzen, ob das Kind noch vorher irgendwelche Lern-Apps machen soll oder Bücher-Apps machen soll, was auch immer, aber ihr könnt das quasi in vier Kategorien, Spiele, Apps, Videos und Bücher oder sowas, oder ja, das, so könnt ihr das steuern, wie viel Bildschirmzeit die Kinder da quasi bekommen. Also guckt euch das in Ruhe an, das ist sehr schön und gerade diese Stoppfunktion finde ich sehr praktisch, wenn die Kinder dann nochmal irgendwie zu laut sind oder sowas. Ja, das war es eigentlich schon, was ich so zum Thema Kids-Edition sagen wollte. Ist ein nettes Feature und es funktioniert eigentlich sehr gut. Man muss nicht wirklich viel installieren, wenn man diese Funktion nutzen möchte. Jetzt ist es so, außerhalb von dieser Kids-Edition, wenn man das Gerät einfach als normales Tablet nutzen will, hat man das Problem, man ist in diesem Amazon-Kosmos, man hat standardmäßig keinen Google Play Store. Ne? Man kann zwar über Umwege diesen Google Play Store und sowas installieren, da gibt es diverse Anleitungen im Internet, guckt einfach mal bei YouTube und dann könnt ihr hier auch ganz normal andere Dritt-Apps installieren, die jetzt nicht im Amazon App Store drin sind. Das habe ich jetzt auch gemacht auf beiden Geräten. Funktioniert dann auch alles relativ unkompliziert, weil es ist ja letztendlich immer noch ein Android-Tablet, aber das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Ansonsten, was die Performance angeht. Performance ist bei beiden Geräten relativ mau. Beim 8er geht's noch, beim 7er ist es richtig lahm. Da macht sich halt auch dieses Gigabyte-Rahmen bemerkbar. Gerade wenn man Apps startet, das dauert teilweise und der Download von neuen Apps dauert. Wenn es Kinder nicht anders gewohnt sind, die wird das nicht stören. Wenn man aber selber schon mal mit einem iPad gearbeitet hat, dann kriegt man hier quasi die Krise. Also ich bin wahnsinnig geworden, wenn ich da irgendwie eine App gestartet habe und das irgendwie 10 Sekunden gedauert hat. Aber wie gesagt, Kinder gewöhnen sich dran und dann ist es auch halb so wild, weil wenn die Apps mal gestartet sind, dann laufen die eigentlich relativ gut. Ihr solltet aber hier definitiv keine Wunder erwarten und hier wird es auch nichts irgendwie mit tollen 3D-Spielen laufen. Das könnt ihr mal ganz getrost vergessen. Was das Thema Akkulaufzeit angeht, da bewirbt Amazon das 8 Zoll Gerät mit rund 10 Stunden, das 7 Zoll Gerät mit rund 7 Stunden. Kann ich durchaus so bestätigen, dass das 7er durchaus spürbar schwächer ist. Was ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr Freetime Unlimited habt und Dinger per Internet verbunden sind, dann saugt es irgendwie den Akku leer. Also dann habt ihr teilweise 2 Tage, ob die genutzt werden oder nicht, dann ist der Akku leer. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, dann lieber die Geräte komplett ausmachen oder an die Steckdose stecken. Ansonsten die 10 bis 7 Stunden, je nach Größe vom Gerät, die passen da eigentlich ganz gut und die sind relativ realistisch. Vielleicht noch ein Hinweis, was das Display angeht. Das blende ich euch gerne noch mal in einem extra Video ein. Das ist ein Schmutzmagnet. Ich blende euch das einfach mal ein. Solltet ihr regelmäßig diesen Bumper abmachen und das Gerät auch sauber machen. Und dann kann man damit auch wieder arbeiten. Also gerade bei Kindern, die machen das ja, die schaffen es, die Dinger dreckig zu machen. Boah, da kriege ich die Krise. Also in Zeiten von Corona sollte man da immer Desinfektionsmittel bei der Hand haben. Ja, jetzt ist es so,
Die Kinder nutzen die. Ich habe jetzt auch schon einige Urlaube damit überstanden. Man kann auch durchaus auch Sachen offline verfügbar machen. Insofern sind die Dinge eigentlich ganz praktisch. Kosten ja auch vergleichsweise wenig. Jetzt gerade momentan gibt es ja diverse Aktionen, wo ihr auch so ein 7-Zoll-Gerät irgendwie für 50 € oder weniger bekommen könnt. Ihr müsst da mal drauf achten. Es gibt dann auch noch Angebote irgendwie mit Sonderangeboten oder sowas. Das ist dann einfach nochmal 10 € günstiger. Dann wird dann halt im Sperrbildschirm hier irgendwie Werbung eingeblendet. Falls euch das nicht stört, könnt ihr hier nochmal ein paar Euro sparen. Aber der Standardpreis ist 125 € für das große, also für das 8-Zoll und 100 € für das 7-Zoll-Gerät, aber gerade das 7-Zoll-Gerät wird mittlerweile eigentlich immer häufiger hinterhergeworfen, vermutlich weil es da auch bald eine neue Generation gibt. Ich sag mal so, für den Einstieg für Kinder ist es durchaus ganz nett. Man kann ganz gut steuern, wie lange die wirklich mit diesen Geräten arbeiten. Die sind relativ stabil dank dieses Bumpers, aber man sollte hier definitiv keine großartigen Wunder erwarten, wenn man das für den Privatgebrauch nutzen möchte. Ich würde damit keinen Spaß haben. Ich bin jetzt aber, sage ich mal, auch iPad und iPad Pro verwöhnt. Insofern kenne ich da dieses Lahme von diesen Android-Tablets gar nicht mehr. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn ihr Fragen zu den Fire HD-Tablets oder generell zur Kids-Edition habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht auf meinen Social-Media-Plattformen. Ich werde euch da in der Regel immer relativ schnell antworten. Und ja, euch noch eine schöne, ruhige, sichere Corona-Zeit und bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.